Hallo, liebe Live-Zuschauer vom Wintertraum im Phantasialand. Gerade war die sogenannte Baumzeremonie, es wurden die Lichter eingeschaltet. Und ich wollte mit euch jetzt mal ein bisschen durch den Park laufen und schauen, was es hier so Neues zu sehen gibt. Jetzt sehen wir hier die Passage Richtung Buzetal. Das sind ja dieses Jahr nicht nur oben die Lämpchen auf dem Dach, sondern auch an den Seiten links und rechts. Das sieht richtig stark aus. So, dann gehen wir mal eben ins Wutzetal. Da sind ja die aus den Videos vom Park schon bekannten großen Weihnachtskugeln zu sehen. Letztes Jahr stand hier, meine ich, noch ein Schlitten, wo man sich fotografieren konnte. Und dieses Jahr sind es die großen Kugeln. Mir persönlich etwas zu kitschig, aber das ist ja Geschmackssache. Die Fahrgeschäfte sind soweit alle auf. Einzig River Quest ist im Winter ja immer geschlossen. Aber ansonsten läuft alles. Hier gibt es dann in Zukunft Rockburg mit dem Flying Launch Coaster Fly. Hier stehen wieder die Schneemänner. Und man hat hier bunte Lämpchen überall. Und da hinten sind Polizeiautos. Oder was ist das? Okay. Ja, da wollen wir nicht hin. Okay, dann gehen wir mal wieder durch Berlin Richtung Klugheim und gucken da mal runter. Warum nicht? Ja, hier nochmal durch den Gang. Irre. Also das ist echt schön. Auch diese Zweifarbigkeit der LEDs mit dem Warm- und Kaltweiß. Sieht richtig gut aus. Hallo Coaster Greif. Ja, also der Park erwacht erst richtig so ab 16.30 Uhr, 17 Uhr zum Leben im Wintertraum, wenn die Lichter angehen und so weiter. Vorher wirkt das alles mal etwas trist, vor allem wenn das Wetter nicht schön ist. Thank you.
das sieht richtig klasse aus. Hier auf dem Dach sind noch irgendwelche neuen Sachen montiert worden. Das sieht aus wie Pendel, vielleicht wird da Feuerwerk dran befestigt. Das werden wir nachher wahrscheinlich sehen. Ja, GoPros sind immer noch verboten. Ich finde es auch schade, aber das ist die Regelung vom Park und da sollte man sich auch dran halten. Ja, gern geschehen. Das steht im Winter meistens da, damit die Besuchermengen ein bisschen besser koordiniert werden können. Deswegen wird das immer mit Zäunen ein bisschen abgesperrt. Wahrscheinlich Sicherheitsvorgaben. So, hier gibt es nachher dann noch die große Show Tiempo de Fuego zu sehen, auf der rechten Seite bei Chiapas. Die darf man leider nicht filmen, weiß auch nicht warum, angeblich urheberrechtliche Gründe. Jedenfalls auch sehr sehenswert. Und hier auf der linken Seite ist Klugheim. Und da hat man schon wieder die Nebelmaschine angeschmissen. Das sieht richtig gut aus. Klugheim, Taron im Dunkeln. Durch den zweiten Lounge-Tunnel mit Nebel ist der Hammer. Man hat auch von den Artworks die bekannten Dekorationen vorgenommen. Wir hatten ja uns gefragt, ob das vielleicht ein Scherz war. Aber auch da oben in diesem kleinen Aufbau, den ihr jetzt in der Mitte seht, da sind auch so diese Geschenke drin, wie man die auf den Bildern sah. Auch etwas kitschig, aber gut. Genau, Phantasialand. So, und hier links sind auch noch mal die weiteren großen Weihnachtskugeln. Das sind auch solche Schilder, dass man die nicht anfassen soll, weil es handgefertigte Unikate sind. So, dann gehen wir mal nach China. Wartezeiten sind sehr erträglich. Taron hatte so den Tag über 20, 30 Minuten. Es ist relativ gut gefüllt für einen Freitag. Es gab ja auch die Aktion mit den vergünstigsten Vorverkaufstickets. Aber sehr, sehr erträglich noch. Deutlich weniger los als an vielen Tagen im Sommer. So.
hier hängen auch nochmal diese schicken Kugeln. Mal was näher ran. Das ist mega so. Wir fahren einfach rein. So, aber der Knaller ist das hier. Sind jetzt rote Lampignons gespannt über den gesamten Weg. Das wirkt hier in echt noch viel, viel schöner, als ihr das jetzt auf dem Bildschirm sehen könnt. Das ist richtig, richtig tiefes Rot. Ganz toll. Ja, das ist keine Frage. Taron oder Star Trek. Taron ist erheblich bessere Achterbahn. Aber Star Trek ist auch ein schöner Coaster, macht viel Spaß. Und ist vor allem für den Moviepark eine wichtige Ergänzung und Bereicherung. So, hier sind auch wieder Glühweinstände. Hier links ist auch wieder der große weiße Drache, der Feuer speit. Gehen wir einmal rum. Der Themenbereich hier hat auch seine eigene Musik und in Klugheim ist wohl auch extra eine Abendmusik komponiert worden von der Firma Imascore. Da können wir auch gleich mal hingehen und das anschauen und anhören. Ja, sehr stimmungsvoll. So, dann gehen wir mal nach Klugheim. Auch hier ist wieder so eine große Weihnachtskugel. Viele dieser Lampen haben hier noch eine Weihnachtsdeko bekommen. Mit so Schleifen. Wir gucken uns jetzt noch mal den Marktplatz an, vor der Taverne. Da ist jetzt hier noch ein zusätzlicher Stand. Glühwein und Grünkohl kann man hier kaufen.
sich nicht so viel getan. Ist auch sehr dezent dekoriert, was auch passend ist, denke ich, für den Themenbereich. Ja, hier hin. Tschüss. Die Leute bis hier hin. Ja, also wunderschön hier im Phantasialand. Wenn ihr Zeit habt, kommt nach Brühl. Es lohnt sich. Gut, das soll es erstmal gewesen sein mit dem Livestream. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.